Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. So, wir hatten... Havanna ist abgeschlossen. Ich habe die letzten Sachen eingesammelt, hat 15 Minuten gedauert, irgendwie so. War jetzt nicht allzu schwierig. Wie gesagt, da schneide ich immer raus, das ist nichts Spannendes. Ich teleportiere mich von einem Ort zum anderen, sammle ein, gehe weiter. Und auch kein Rumgeschleiche. Bei den Geheimnissen, da wird einfach kurz durchgeschnetzelt, rechts, links, Feierabend. Und das war's. Was mich gerade ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass wir nehmen den da. Da war ein Paketbote, hätte ich jetzt mal gesagt. Nehmen wir den Paketbote? Wie diese Typen, die halt... Informanten oder wie sie heißen, die dann halt die ganze Zeit, oh, es ist Kenway der Pirat und wegrennen, ja. Den habe ich versucht, mit den Ankerhaken hier, ja, festzuhalten. Das ging nicht. Der ist einfach nicht runtergefallen. Ich weiß nicht, ob das nicht machbar ist, wenn die Leute klettern oder so, also dass man sie da nicht runterziehen kann, weil der klettert ja vehement. Der ist ja immer unterwegs. Bin mir da echt nicht so sicher. War auf jeden Fall echt... Ich hab da bestimmt 10 Mal versucht, den an Haken zu kriegen. Warum geht das nicht? Wegen dem Baum oder was? Man weiß es nicht. So, wir sind wieder auf dem Wege, um Vögel zu befreien. Ein Plantagenverwalter auf den nördlichen Feldern ist als ungewöhnlich grausam und sadistischer Sklavenhändler bekannt. Er muss sterben. Sadistisch, ja. So, jetzt haben wir es. Manchmal, ne? Wisst ihr, wie das ist? Flieg, Täubchen, flieg! Oh, da sind wir noch gar nicht hingekommen. Nehmen wir hier links gleich das Animus-Fragment mit. Ja, also diese Synchronisationspunkte sind auf jeden Fall für Leute gedacht, welche... Kein Doppelattentat, das stimmt nicht mit dir. Einfach nur runterspringen und... Macht man so nicht. vielleicht von den Balken aus? Noch eine höher geklettert. Diese Synchronisationspunkte für Leute, die diese Nebenquests. Nein. Noch ein Stück höher. diese Nebensachen machen wollen, diese Sachen einsammeln und so, ne? Echt gut geeignet. Also. Weil man sich einfach schnell hin und her teleportieren. Zack, zack, zack. Und ich würde auch jedem raten, besorgt euch zuerst die Maya-Rüstung. Ich kann von allem Scheiß einfach davonrennen. Das ist so easy. Ich gehe irgendwo rein, mach ruhig Aufmerksamkeit, ist mir ja egal, weil weglaufen kann ich die ganze Zeit. Denn wirklich aufhalten tun sie einem eigentlich immer nur, wenn sie ihm von... wenn sie... einen vom Dach runterschießen oder so, wenn man irgendwo hochklettert. Und naja, meistens sind es ja die Sniper, die machen dementsprechend auch noch viel Schaden. Kurz gucken. Da wäre nur noch ein Animus-Fragment, das hole ich mir dann später. Und das da. Ja, die Scharfschützen sind es dann meistens. Die einem da Ärger bereiten. Den ihr eigentlich pflücken solltet? Verdammte Brut! Nichts für ungut, Sir. Bei Gott, dich dutzig zurecht, Bursche. Dich dutzig schön ordentlich zurecht. Bitte, Sir, es war keine Absicht. Lass mich nicht so anholen. Von deinesgleichen lass ich mich nicht anstarren. Gott schütze euch, Sir. Was soll ich nur mit euch machen, hm? Was mache ich nur? Bitte, Sir.
Das ist unglaublich. So ein Hurenbock, ey. Das war der falsche. Was? Wie konnte er das abwehren? Der olle Hellseher. Rüstung durchbrechen. Quatsch. Verteidigung durchbrechen und. Klatsch. Zack, Kettenhack, Alter. Die sind so harte Typen. Kannst du den? Die Piraten, die einem hier so helfen, sind gar nicht so schlecht. Die kosten, glaube ich, nur 200 oder so. Und die kippen auch echt nicht sofort um. Also, machen moderaten Schaden, aber die macht man ja eigentlich selber. Sie lenken bloß die Wachen schnellstmöglich ab. Ja, also nicht, dass so ein Pulk dich nur plötzlich über den Haufen rennt. Sie machen ihren Job ganz gut, muss man mal so sagen. Auch sehr nett, wenn Mädels in der Nähe sind. Letztens gesehen, auch wenn man die nicht angeheuert hat, die helfen einem immer. Gegen Wachen. Die halten die einfach fest. Fand ich, was tut ihr da? Ja, an das Fenster kann er springen. Hier kommt, nein, links kann er hoch, da. Oh. Ist auch, glaube ich, die letzte Stadt, die wir befreien müssen. Bevor wir dann... Wirst du wohl... Er macht's nicht, ne? Er macht es nicht. Jetzt. Manchmal. Kann ich nur immer wieder betonen, wunderschön gestaltet. Jede Stadt ist wirklich schön anders modelliert. So, hier hätten wir noch ein Lagerhaus, das wir ausnehmen könnten. Wenn wir das denn wollten. Und eine Truhe haben wir da auch noch. Schnetzeln wir uns durch? Machen wir das im Schnelldurchlauf? Ja, ne? Komm. Ist zwar nicht unbedingt das, was ich... Also ich bin ja mehr für Schleichen, das wisst ihr ja, aber... Ich möchte ja auch eigentlich mit der Hauptstory weitermachen. Nicht in dieser Folge. Was passiert eigentlich, wenn ich den da in den Brunnen ziehe? Ist der Schlüssel dann weg? Was? Wie? Ich hab doch geschossen, oder nicht? Ich hab doch geschossen. Wieder so eine Sache, wo ich sage, hä? Ich hab doch geschossen. Hat ihn nicht interessiert. Sind halt die beiden, die hier gepennt haben. Deswegen haben die keine Waffen mehr an. Oh, Nervensägen. Oh, wo ist das Lagerhaus da?
the bastard! Help! Finish him off here! Ist nichts mit sabotieren, sagst du. Got a clear shot on that little shite. Gib Ruhe. Ah, das Durchschnitzeln funktioniert halt immer noch, ne? Leider kriege ich jetzt hier kein Gold, weil er diese. Ich gehe davon aus, er hat die Glocke noch läuten können, obwohl nichts drin war. Oder? Na, natürlich. Na gut. Akzeptiert. Wir machen den Schuppen leer. Und Abflug. Alter, diese Rüstung, ne? Ich finde die richtig gut. So, wie gesagt, wir machen das heute im Schnelldurchlauf. Kein langes Geschleiche, das haben wir oft genug gehabt. Hier drüben, den da, den Kurier, ne? Ich habe mir das echt gedacht, das wäre doch ideal, wenn man den einfach zurückziehen könnte. Wo ist denn der? Wird mir nicht mehr angezeigt. Also er wart hier. Kann sein, dass er despawned ist. Soll ich fragen? So, 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 so. Warum? Jetzt kletter da hoch, Mann. Ein bisschen überfragt gerade. Wenn nicht so, wie dann? Ein bisschen überfragt gerade. Tja, wenn nicht so, wie dann? Alter, du machst mich so schwach, ne? So. Nee, 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 nicht rum, nicht rumklettern, so. Nein. Ja. Ja, manche Sachen sind tricky, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön. So, wir begeben uns wieder hier hin. Nehme natürlich da drüben das Animus-Fragment mit. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht ganz so schwierig sein wird, wie das hier. Todessprung. Todessprung vom Dach. Dann. Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht der Todessprung? Tut mir leid, Vögelchen. Tut mir leid. Nee, 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 nee. Darum geht's ja. Nein, Mann. Nur X? Ich bin mir gar nicht so sicher. So? Nee. Ich check nicht so recht, warum man. Ohne Pfeiltasten, ne? Ja. Also ohne Richtungstasten, sonst zieht er sich automatisch hoch. Also nur RT mit X. Totaler Quatsch. RT mit A. Ist ja springen hier. Ne? Das Ganze. Also die Steuerung ist schon ganz eigen. Das muss man ja ehrlich mal so sagen. Er ist. Er macht manchmal, was er will. Der Kommandant eines militärischen Außenpostens im Nordwesten ist ein bekannter Templer. Er muss sterben. Dann gibt nicht mehr so viele von denen, oder? Also so langsam haben wir die ganze Brut aber auch echt dezimiert. Zoom out. Wo sind wir? Wir sind dort. Das ist ja doof. Besser gesagt, das ist eigentlich nicht doof, weil das ist noch eine Truhe, die wir holen könnten. Aber das ist kein Teleporter in der Nähe, also kein
keine Schnellreise. Also keine, die sich lohnen würde in der Zeit, in der wir hätten zu dem Rechten von uns jetzt. Also der Ladebalken wäre länger gewesen als das, was wir jetzt hier rennen. Kommt, Männers, wir müssen uns da oben mal kurz durchschnetzeln, wie gesagt. Keine halben Sachen. Wir sind ja auch nicht unbedingt auf die... Vergnügt euch. Auf das Gold sind wir ja nicht unbedingt mehr angewiesen. Ich habe gehört, unser Commander sei auch mit Captain Woods Rogers befreundet. Wie, du schießt auf mich? Arsch auf. Der Move war cool, oder? Diesen Enterhaken haben wir viel zu selten benutzt. Nicht ganz unterschreiben. Die sind so hackevoll, die merken sowieso nichts mehr, die Herrschaften. Ich würde sagen, wir gehen hier rüber und nehmen dann die Schnellreise zum anderen Punkt. Wenn wir schon hier sind. Weißt du mal, die Devise quasi. Wenn wir schon mal da sind. Wenn das kein Sperrgebiet ist. Schöner Wasserfall. Das sind so diese Kleinigkeiten, die mir immer so auffallen. Was? Hier ist einfach so ein Karren im Wasser. Mit kaputten Rädern. Warnung, Sperrgebiet. Gehen Sie weg oder Sie werden gefunden. Ach, fuck. Das ist sowieso nichts. Denn er ist der Meistersprinter. Anderen Folgen heißt er auch Meister Splinter. So. Salut. Sama. Ach, das soll ein Gefängnis darstellen, ne? Nee, lass mal. Ich muss mal ganz kurz oben synchronisieren. Hier hätten sie mich früher runtergeschossen, genau wie jetzt gerade, wie das probiert. Das funktioniert aber nicht mehr. Weil ich ja dieses magnetische Feld um mich herum haue, was alle Kugeln, egal wie schnell sie sind, ablenkt. So, das müsste der letzte Synchronisationspunkt gewesen sein. Nein, einer fehlt uns noch. Wir gucken mal ganz kurz. Die da? Nee, warte. Der da. Animus-Fragment müsste nämlich oben sein. Da oben auf dem Schornstein. Getan. Clear shot. I have a clear shot. Ja. Bastards on the sights. Lange gezielt, Junge. Zack. Nehme ich. Bitte was? Steh ich mal hin. Oder was? Oder wie? Oder was? Wie soll man das denn nehmen? Was? Was? Wie soll denn das gehen? Wie haben sie sich das denn gedacht? Das geht doch gar nicht. Der stellt sich doch da nicht hoch. Der stellt sich doch da nicht hin. Wie soll ich das denn nehmen?